Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren FIFA News Video. Heute ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper, denn EA hat wieder ein kleines Mobile-Format-Video veröffentlicht über Premier League Overlay und wir möchten gerne darüber ein bisschen sprechen und ich zeige dir erstmal hier das Video. Los geht's! Hi there everybody, Martin Tyler along with Alan Smith. We have a great day in London town. Yeah, could you ask for a better situation than this? We've got two top teams out there. Lobbed into the middle. Hazard! Und damit grüße ich nochmal alle hier. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mal wieder ein neues Video veröffentlicht. Das war ganz witzig, denn gestern habe ich ein News-Video veröffentlicht mit ganz, ganz tollen Bildern. Die ersten neuen Stadien sind bekannt. Neue, tolle Atmosphäre. Schau dir das Video auf jeden Fall mal im Infokasten nochmal an. Ja, und während das Video online kam, hat EA schon das nächste rausgeknallt. Leider wieder nur Mobile-Version, was ich mal ein bisschen schade finde. Aber auch das wollen wir uns mal anschauen und gemeinsam analysieren. Ist ein bisschen kürzer, ist ein bisschen knapper, aber es ist schon ziemlich mega geil. Vorab, es ist anscheinend, so wie ich jetzt mir sagen lassen habe, kein Fake-Overlay oder so, sondern so ist es wirklich in der Premier League. Da kann man dann wohl stark von ausgehen, dass die Bundesliga das nicht haben wird. Wir sehen also Hazard hier schon mal, da brauchen wir ja nichts groß jetzt analysieren, oder? Da können wir mal durchklicken, der macht ein Türchen und dann sehen wir schon die neue Premier League-Grafik, wie es in Deutsch nun mal heißt. Ja, und da sehen wir schon mal den ersten Einblick und zwar, ja, viele haben erstmal geschrieben bei Instagram, da habe ich es gestern schon gepostet. Das sieht doch aus wie letztes Jahr, aber da hat man wirklich nicht aufgepasst, weil das ist natürlich alles wie letztes Jahr, ist gar keine Frage. Wenn man aber jetzt mal darauf achtet, was nun passiert, hier gibt es jetzt Spieler im Duell und da sieht man schon mal folgendermaßen, dass eben die Spieler hier in 3D reinkommen, also keine Real-Life-Bilder, keine sonst irgendwie Real-Life-Aufnahmen. Nein, man hat komplett die Körper rein animiert und dann ist natürlich so eine Technik, kennt ihr ja vielleicht, ne, dass dann jeder Spieler geht. Also auch wenn du Chelsea spielst und dir einen Neymar in Cristiano Ronaldo oder so kaufst, wird er in dem Trikot hier erscheinen. Das ist jetzt einfach neu. Viele meinten, ja, schade, dass es nur in der Premier League gibt. Eins kann ich euch schon mal verraten, von geleakten Bildern bzw. Aufnahmen von der Closed Beta, es ist auch bei der La Liga drin. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass in der Closed Beta von FIFA 18 nicht mal das Standard-Overlay von der Bundesliga drin ist. Was das zu bedeuten hat, müssen wir dann nochmal schauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass da was passiert. Manche meinen, es würde dann so aussehen wie bei Serie A, also Calcio A in FIFA 17. Meine Vermutung ist, dass EA das neue Bundesliga-Overlay noch nicht fertig hat. Wir wissen ja, also ich weiß es zumindest, du vielleicht auch, dass dieses Design hier auch beim Release von FIFA 17 nicht in FIFA 17 dabei war. Nicht, weil EA da keinen Bock drauf hatte, sondern das Design war gerade erst veröffentlicht worden und man muss ja überlegen, sowas muss EA ja auch erstmal Design integrieren ins Spiel und so weiter und kam dann, glaube ich, einen Monat oder zwei Monate nach Release mit einem Patch online. Da man jetzt ja nur noch Sachen erweitern musste und nicht mehr irgendwie alles neu designen musste, ist es natürlich jetzt einfacher für EA. Da aber in der Bundesliga komplettes neues Overlay am Start ist, was ich sehr schön finde, muss ich zugeben, kann es passieren, dass einfach erstmal zum Release das Overlay in der Bundesliga fehlen könnte. Zum Gerücht einfach ja, zumindest zu dem ja, warum es nicht in der Closed Beta drin ist. Ansonsten kann ich es dir einfach nicht sagen, warum das so ist. Es ist leider in der La Liga, also was heißt leider, im guten Sinne, ist ja bei der La Liga und hier bei der Premier League Standard. Das wird auch in echt so gezeigt, in Real Life, in der Bundesliga nun mal nicht. Das heißt, wir können wahrscheinlich in der Bundesliga nicht mit sowas rechnen, was ich wiederum verdammt schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die große Hoffnung und ich bitte EA einfach das zu ignorieren mit dem Real Life Overlay und zu sagen, komm, wir machen das schon echt, aber lass uns mal diese Funktion mit einbauen, weil das ist natürlich ein mega, mega Bonus. Das muss man einfach mal sagen. Und hier sehen wir auch nochmal, das ist natürlich jetzt nicht so, sehen wir es natürlich nicht in FIFA, dass wir hier drei verschiedene Bilder haben. Was EA in diesem Video einfach nur zeigen möchte, ist, guck mal, einmal gibt es eine Sequenz, ganz normal, Hände schütteln und so weiter, kennen wir ja alles in- und auswendig. Dann gibt es natürlich hier diese Aufstellung, wo man dann wirklich sieht, Courtois, David Luiz, Kanté und so weiter und so fort. Wie man sie mit, ich glaube, es sind ja auch die Gesichter vom
vom Spiel. Ja, also nicht die echten Gesichter. Vielleicht hat sich EA auch gedacht, wir machen mal keine echten Gesichter mehr rein in Food irgendwie mit Bildern, sondern auch nur noch diese, was ja so realistisch schon aussieht, dass okay ist. Hier oben sieht man wiederum nochmal, wie die mit dem ganzen Körper reingehen und es sieht nicht unreal aus. Das Einzige, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt, ist, dass sie so schnell da reinkommen. Es ist ja so rasend, ne? Es ist aber alleine schon, dass die Körpergrößen drin sind. Und Leute, die hier schon lange zuschauen oder lange schon FIFA zocken, wissen ja, wie es früher war. Ja, FIFA 2005 Zeiten oder so, da waren jeder Spieler gleich groß. Da gab es fast noch, ich glaube, Gameface gab es, da hat es, glaube ich, 2006, 2007 hat das so langsam angefangen mit Gameface. Aber nicht gescannt, sondern nur selbst manuell mit Editor eingebaut. Man sieht ja einfach wirklich, man hat wirklich das Gefühl, die echten Helden, die echten Stars sind hier zu zocken. Das muss man mal sagen bei diesem Bild hier, oder? Also mir gefällt das sehr gut. Jetzt sehen wir noch von Manchester City, da sieht es auch nochmal so aus. Warte mal, gehen wir nochmal ganz zurück, weil dann ist das Video auch schon am Ende. Auch hier mit Company und so. Es sieht einfach ziemlich cool aus. Ist natürlich sehr klein, auch für dich als Zuschauer. Ist natürlich wieder ein bisschen blöd, aber kann man jetzt nicht ändern. Hier unten sieht man auch nochmal. Man sieht hier oben das und dann sieht man es hier. Ich denke mal, das wird später im Spiel selbst so sein, dass erst dies hier eingeblendet wird und dann am Ende nochmal dieser Überblick. Das Einzige, was ich jetzt schon so ein bisschen sagen kann, was mich ein bisschen stört, was ich ein bisschen schade finde, sind aber kleine Details, wo man echt nicht, ja, man sollte nicht zu intensiv meckern, aber ich bin da immer so pingelig. Muss sagen, es ist mal wieder so, dass einige Sequenzen von FIFA 17 übernommen wurden. Das heißt, ihr seht das auch hier schon, es ist mal wieder so ätzend, jede Mannschaft macht hier diese Kreisbildung. Und ganz ehrlich, es gibt in der Bundesliga alleine vielleicht zwei Mannschaften oder so, die das jedes Mal machen. Also ich kenne fast sonst keinen Verein, der das vor dem Spiel andauernd macht. Und da fehlt mir einfach die Vielfältigkeit. Also es ist irgendwie so, alles immer gleich. Ich wünsche mir einfach, es gibt irgendwie 20 verschiedene Anfangssequenzen, dass man immer das Gefühl hat, ein anderes Spiel zu erleben. Aber wenn man so wie du und ich das Spiel jeden Tag gefühlt zockt, dann ist das relativ schnell eintönig. Und ich weiß halt nicht, wie komplex das ist, so viele verschiedene Sequenzen einzubauen. Ich stelle es mir ehrlich gesagt nicht so komplex vor, aber da ist man wohl sehr statisch, sagen wir es mal so, in die Ace-Sicht. Hier habe ich noch einen kleinen Gameplay-Meckerei, die ich mal ganz kurz sagen möchte. So ganz nur kurz mal nebenbei. Und zwar, wenn ihr mal darauf achtet, hier kommt diese Flanke, ja. Also ihr seht das hier, zack, hier kommt die Flanke. Und ich, das ist ja wahrscheinlich CPU, aber guck mal, was die CPU hier macht, guck mal. Ist doch irgendwie komisch. Also ich muss sagen, ich habe ja einige geleakte Gameplays jetzt gesehen von der Closed Beta, muss sagen. Und da werde ich nochmal drauf eingehen in einem extra Video. Ich bin nicht überzeugt vom Gameplay, nur jetzt vom Anschauen her. Also das ist mir zu arcade-mäßig. Die Offensive ist so extrem OP, das Dribbeln ist so einfach. Die Abwehr, die KI stellt sich weiter im Dumm an. Also da müssen wir nochmal in Ruhe drüber sprechen, wenn es soweit ist mit der Demo und so weiter. Und das sieht man halt auch wieder hier. Anderes, was EA hier gerne anzeigen will, das wurde anscheinend relativ schnell dieses Bild hier, dieses Banner eingeblendet wird. Beim Jubel noch. Kann irgendwie geil sein. Ich persönlich muss sagen, wenn ich so Jubelszenen gerne als YouTuber aufnehme für einen Trailer oder so, kann das dann natürlich echt nerven. Wenn das so sein sollte. Ja, das zu diesem Video. Und ich meine, ich habe jetzt auch ein bisschen gemeckert, aber ihr wisst, eigentlich bin ich mehr geflasht, weil das De Bruyne sieht hier geil aus. Das hier ist einfach eine geile Idee. So geil, wenn es in der Bundesliga im Overlay nicht mit drin ist, von dem ich erstmal ausgehe, muss ich sagen, spiele ich fast schon lieber, ehrlich gesagt, Premier League, weil ich einfach Bock drauf habe. Wirklich. Übrigens, dieses Video wurde am Freitag, den 11.8. veröffentlicht. Mit der Betitelung von EA, heute beginnt die Premier League. Und wer weiß, vielleicht zeigt ja nächste Woche EA was zur Bundesliga-Veröffentlichung. Also da geht ja die Bundesliga los. Also am ersten Freitag der Bundesliga spielt ja Bayern gegen Leverkusen. Vielleicht kommt da was auch was raus. Falls ja, guck auf meinem Kanal, abonniere mich, Glocke anmachen und dann verpasst du auch nichts. Bin gespannt, was EA noch so raushauen wird und ich bin gespannt, was du zu diesem Overlay jetzt sagen wirst. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.